Mecklenburg ist ein schön Land. Dieses Bekenntnis des niederdeutschen Dichters Fritz Reuter zieht sich wie ein roter Faden durch seine Werke. Eine Liebeserklärung, die Zeit und Systeme überdauert hat, wie die derben Charaktere seiner Romane, deren Urenkel man heute noch trifft. Rund um Peter und Paul in Teterow, nur 25 Kilometer von Staffenhagen, Reuters Geburtsort entfernt, scheint die Zeit ein Nickerchen gehalten zu haben. Das verträgliche Nebeneinander der Verkehrsmittel von gestern und heute gehört hier noch zum Alltäglichen. ...1985 feierte Teterow die 750-jährige Stadtgründung. Und nicht ohne Stolz pflegen die 12.000 Einwohner zu erwähnen, dass ihre Stadt immerhin 2 Jahre älter sei als Berlin. Mit Gelassenheit ertragen sie dagegen den gelegentlichen Spott der übrigen Mecklenburger. Seit Jahrhunderten steht die Stadt in dem zweifelhaften Ruf, das Schilder des Nordens zu sein, in dessen Gassen auch heute noch die eine oder andere Eulenspiegelei betrieben wird. Abseits dieser Idylle wäre Teterow wohl eine Stadt wie jede andere. Es wird geschafft, gelebt, geheiratet, gestorben. Ja, sie wäre sie wohl geblieben, wenn sich nicht vor 58 Jahren ein paar Bürger zu einer unerhörten Kühnheit hätten hinreißen lassen, die das Leben in Teterow gründlich veränderte. Das Corpus Delicti hängt im Schaukasten der Heimatzeitung. Es ist eine Rennstrecke. 1929 plante ein motorradbesessener Studienrat den Bergring. 1930 fand schon das erste Rennen statt. Der Kurs, etwa 1900 Meter lang und 15 Meter breit, ist eine kurvenreiche Grasbahn mit beträchtlichen Höhenunterschieden. Eine Motorradgeländepiste, die einzigartig in Europa ist und dem asphaltierten Nürburgring sehr ähnelt. So nannten die europäischen Topfahrer sie schon bald respektvoll den kleinen Nürburgring. Plakatkleber, Quartiermacher und seit 30 Jahren Rennleiter. Eine Teterower Karriere. Willi Peters skizziert sie. Das war so damals. 1953, dann brauchten sie noch ein paar Leute und Helpen für das Rennen. Und mein Freund, Karl-Ernst Meding, der war damals Rennleiter, der sprach mich an, ob ich nicht bei den mitführen können, Himmelfort, ton Plakat kleben. Das habe ich dann gemacht und scheinbar wir ganz gut zu brücken und können dann gleich mit in der Organisation mitarbeiten und Quartiere geben und so was alles. Ich bin dann den nächsten Jahre Rennsekretär West, bei 1958 und ab 1959 habe ich dann die Organisation von Rennen übernommen und wir Rennleiter. Und das bin ich schon heute noch. Die Vereinsanlage ist der ganze Stolz des populären Rennleiters. 25 Rennmaschinen gehören dem Motorsportclub und werden von den aktiven Mitgliedern gewartet. 2 bis 3 Mal wöchentlich wird trainiert. Gemessen am DDR-Standard zählt der Club zu den Reichen. Grundlage ist natürlich das berühmte Rennen zu Pfingsten, das auch heute noch ohne westliche Beteiligung 80.000 bis 100.000 Zuschauer mobilisiert. Schon in der Vorweihnachtszeit beginnt für die 408 Vereinsmitglieder die Vorbereitung für das nächste Pfingstrennen. Immerhin stehen 4.000 Arbeitsstunden ins Haus. Der mustergültigen Organisation verdankt das Rennen auch seinen guten Ruf. Und das soll auch so bleiben. Daran lässt der Vorsitzende im zackigen Vereinsdeutsch keinen Zweifel. Nach getaner Arbeit begrüße ich euch im Namen der Club- und der Rennleitung. Gewissermaßen zur zweiten Schicht und bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und an dieser ersten Sitzung nach der Auswertung unseres 66.
Bergringsrennens weitere Maßnahmen in Vorbereitung auf das 67. hier durchzusprechen. Man sagt zwar den Tetro und Böhern in der Chronik zu allerhand Schwenke nach, die Schildbürger, aber wir brauchen uns, glaube ich, davon nicht beeinflussen zu lassen. Wir haben bisher alle Rennen gut vorbereitet und gut über die Bühne gebracht. Ich glaube, das 67. wird so sein. Der Staat blickt mit vorsichtigem Wohlwollen auf seine Teteroer Rennveranstaltung, die immerhin, man staune, die drittgrößte in der DDR ist. Wenngleich der Motorsport aus einleuchtenden Gründen nicht ins Leistungsschema internationaler Vergleiche passt, auf nationaler Ebene wird er toleriert. Freitagnachmittag vor Pfingsten. Teterow, das Mekka des Motorradsports, wird sternförmig anvisiert. In der Mehrzahl immer noch auf zwei Rädern. Wir befinden uns hier auf dem Bahnhof Teterow hier und wir sind die Bergringstadt, die über Jahre lang eine gute Tradition im Sportgeschehen auf internationalem Gebiet hat. Und dabei spielt die Deutsche Reichsbahn eine nicht unterbedeutende Rolle. Wir haben heute im gesamten Reiseverkehr eine Steigerung der Reisenden zu dieser großen Sportveranstaltung zu verzeichnen. Ansonsten gesehen, den Zug, den Sie eben hier aufgenommen haben, war ein Eilzug aus Rostock, wo schätzungsweise 250 Reisende hier ausgestiegen sind, die überwiegend Besucher des Teterower Bergrings sein werden. Die nächsten beiden Züge aus Schwerin und aus Neubrandenburg sind erfahrungsgemäß die am stärkst besetzten Züge. Und Sie werden sehen, dass dann hier unsere schmalen Ausgangspforten Probleme bieten, damit die Reisenden hier schnell auf die Straße zu den bereitgestellten Bussen kommen werden. Und wenn Sie das vielleicht noch interessiert, wir haben ja auch in der DDR einen bedeutsamen Aufschwung in der Entwicklung des Lebensstandards zu verzeichnen. Das heißt, jeder dritte, vierte Haushalt verfügt heute schon über einen motorisierten Untersatz. Und das spiegelt sich nicht zuletzt auch in der Zahl der Reisenden wider, die wir heute zu bewältigen hatten im Verhältnis zu den Jahren 1950 bis 1960, wo auf diesem Bahnhof zu den planmäßigen Reisezügen zusätzlich bis zu 18 Sonderzügen aus dem gesamten Norden der Republik bis einschließlich in den Berliner Raum hier eintrafen. Gemessen an den glorreichen Nachkriegsjahren, als 180.000 Zuschauer Stadt und Zeltplätze überfallartig besetzten, ist das Interesse tatsächlich geringer geworden. Das mag mit der Abnabelung des westlichen Sportverkehrs seit 1970 zusammenhängen, aber auch mit dem steigenden Unterhaltungsangebot in der DDR. Dennoch, 48 Stunden vor dem Start, eine imposante Kulisse. Der Teterower See ist seit Jahrhunderten die Quelle aller Sagen und Mythen der Stadtchronik. Die Platznacker und die Hechtsage. Ja, wir haben uns hier empfunden am Teterower Heckbrunn. Und viele Gäste blieben hier stehen und bewundern immer wieder das Denkmal. Wie sich das verhüllt, dort gibt es auch eine Sache und da will ich hier mal beten vertellen. Ich wollte vielleicht erst noch eins sagen, ob den Heckbrunn das steigt auch noch was. Und zwar steigt ob weg Lüt sind Klauk und weg sind Dörsig. Und weg, die sind wat Övernäsig. Lott er spielt ein Kindingslott. Die Glocke hat Lüt, der Heck ist fort. Für viele Jahre haben hier die Teterower allerhand Streiche verursacht und anstellt. Ja, das wat ihr ja heute auch noch nahe. Ja, das passiert schon mal. Ja. Noch.
Und ta Unstadt gehört ja auch ein See. Vor vielen, vielen Jahren, so beginnt überraschenderweise auch die Hechtsage. Um sie abzukürzen, einst fingen die Täterrohr einen riesigen Hecht. Um ihn aber erst später bei einem Fest zu verspeisen, banden sie ihm ein Glöckchen um und warfen ihn wieder in den See, nicht ohne dort zuvor eine Kerbe in den Bootsrand zu markieren. Sie ahnen es, der Hecht wurde nie mehr gefunden. Ende der Täterrohr-Narretei. Der legendäre Hecht zeichnet auch verantwortlich für den Bergring. Hechtgreifen nannten die Täterrohr in den 20er Jahren diesen Wettbewerb. Wer daneben grapschte, erntete Spott. Den Siegern gehörten Beifall, Fische und Pokale. Als die Fische knapper und die Zuschauer zu zahlreich wurden, baute man konsequenterweise 1929 den Bergring. Die Vergangenheit der Rennstrecke in der Provinz war auf ihre Weise so strahlend wie damals die Ufer in Berlin. Fahrer wie Rosemeyer, H.P. Müller, Fleischmann, Gunzenhauer, Godden, Van Dijk prägten das Bild. Da erscheint ein bisschen Wehmut des Veteranen schon angebracht. Sportlich gesehen war die Sache sehr schön bei uns. Bei unseren internationalen Veranstaltungen hatten wir sehr viele Sportfreunde hier, wo wir sehr gute Erfolge mit hatten und sehr gute Kameradschaft auch mit pflegten, sodass wir jedes Jahr direkt darauf warteten, dass das Täterrohr Bergringrennen wieder kam, denn da hat man einen und den anderen Sportfreund doch begrüßen können, mit dem man dann zusammen gefahren ist. Zurück zur Gegenwart ins Fahrerlager. Begrüßung und Dialoge zwischen Offiziellen, den Fahrern und deren Angehörigen sind eher familiärer Art. Mein Lieber, die will bloß kicken, wie wir Bier das auf mit dem Gisser um. Bier oder auch? Was? Bier oder auch? Guck mal, das ist immer nicht gut, was ihr macht. Ihr wickelt die Isolierband und das kann hinterher keiner kontrollieren, ob das noch an ist oder ob das ab ist hier. Ja. Das wird aufgeschieht immer doch wieder. Lieber macht der Rühschlauch, lieber den mal so ein bisschen hochschieben und du siehst, das kann man auch schon. Ja, das hast du nicht gewusst, dass man das hochschieben kann. Die Halblitermaschinen von Java aus der GSSR dominieren diesen Sport im Westen wie im Osten seit mehr als einem Jahrzehnt. Dietmar Lischke, 12-facher Rekordsieger auf dem Bergring, fährt den neuesten Typ, 897 mit 65 PS bei 7500 Umdrehungen pro Minute. Wo liegt für Dietmar Lischke die Faszination dieses Kurses? Ja, ich muss sagen, ich fahre gern nach Täterrohr. Aus dem einfachen Grunde, das ist eine besondere Strecke, die hat eine besondere Eigenart. Aufgrund der Auf- und Abfahrten, das heißt, es sind Berge drin, Höhenunterschiede zu überwinden, Rechts-Links-Kombinationen und es wird außerdem sehr schnell gefahren auf dieser Strecke. Die erste Schwierigkeit ist gleich nach dem Startberg, da kommt eine Rechts-Links-Kombination, das heißt, es ist eine Rechtskurve, es sind ein paar Absätze zwischendrin, also da passiert es oft, dass das Motorrad schon vorn ansteigt, dass sich das Vorderrad aushebt. Dann kommt eine kurze Linkskurve und nach dieser Linkskurve gleich wieder eine Abfahrt und wieder eine Rechtskurve. Das ist eine Stelle, in der man eben die Maschine ganz kurz wechseln muss, von rechts nach links, um die Kurve optimal zu bekommen, muss man eben an der entsprechenden Stelle Gas wegnehmen. Ist es zu zeitig, fährt man zu langsam, nimmt man zu spät Gas weg, dann kriegt man Probleme in der Kurve, weil die eben sehr spitz und sehr eng ist. Das nächste ist die Anfahrt zum Hechtsprung, lässt sich auch gut fahren. Der Hechtsprung selbst ist wieder ein ganz kritischer Punkt, an dem viele Fahrer Probleme haben, ich selbst auch manchmal. Nach dem Hechtsprung ist dann die Anfahrt zur Motorsportschule, die lässt sich gut fahren, da muss das Motorrad dann wieder alles hergeben, was es bringt. Dann geht es hinein in den Hans-Winkler-Hang. Das ist von der Sache her die schnellste Stelle auf dem gesamten Bergring. Da wurden gestern Geschwindigkeiten gestoppt von wohl 145 km/h, was vielleicht im Rennen noch etwas schneller wird. Nach dem Hans-Winkler-Hang die Südkurve. Die fährt sich relativ gut, kann man auch im Sandbahnstil fahren, also durchdriften. Das nächste ist die Anfahrt zur Zielkurve, ist auch noch gut zu fahren, gibt es keine größeren Probleme. Spielt mich denn mit?
Inzwischen ist Samstag. Das riesige Naturstadion füllt sich. Auf dem Programm stehen viel Training und auch die ersten Rennen. Natürlich muss in Teterow der obligatorische Sprunghügel des Kurses Hechtsprung heißen, wie denn sonst. Topfahrer wie Lischke fliegen dort bis zu 35 Meter weit. Verlassene Burgen, eine Kirche aus dem Dreißigjährigen Krieg, Endmoränen, Seen und Wälder. Die Landschaft rund um Teterow wird nicht zu Unrecht die Mecklenburgische Schweiz genannt. Zurück zur Hektik, die Geschäftsstelle des Clubs. Und das andere oben direkt bei der Auffahrt zum Berg. Die Eintrittskarte findet ihr. Ja. Heute Nachmittag ist das um 14 Uhr, ne? Können Sie kommen. Gott sei Dank. Das, also wir sind dürfte, da schon bald eurer. Ja. Ich komme aber dann noch vorbei und... Am Samstagabend, vor den erstaunten Ohren der Bürger, die importierte Rockszene heizt die Stimmung an. Draußen auf den Zeltplätzen wird auch kräftig gefeiert und gefeuert. Ja, das Rennen ist einmalig. Crossbahn, das ist eine feine Sache. Die fahren auf der Crossbahn fast so schnell wie auf einer Asphaltstrecke. Und das kann man sich wirklich angucken.
Naja, macht hier absolut Spaß. Aber die Atmosphäre hier und so, das ist hier mal anders. Na eben, hier trifft sich die Jugend. Das ist sozusagen ein Treff. Freut man sich das ganze Jahr drüber. Also drauf, darauf, ne, das ist... Und hier kommen wir uns alle mal zusammen richtig so kennenlernen, oder? Ja. Und das ist das Wahre. Der lange Renntag bricht an und das Tagwerk von Fischer Monnigel. Am Ring soll es heiß und schwül werden. Auf dem See ist es jetzt noch kühl. Klaus Monnigel ist der einzige Berufsfischer auf dem See, ein Ostpreuße, Fischer in der dritten Generation. Monnigel ist Profi, insgeheim aber hofft er, den Hecht mit dem Glöcklein zu fangen. Die Parkplätze füllen sich, 10.000 Motorräder und 6.000 Autos, insgesamt 80.000 Zuschauer, schätzt man. Das Fahrerfeld kommt aus der DDR, wie gehabt. Und einige aus den sozialistischen Nachbarländern. Gern würden Zuschauer und Fahrer wohl wieder den echten Vergleich mit der Weltelite sehen. Umso mehr, weil heute alle aus West und Ost die gleichen Maschinen fahren. Die Temperaturen bewegen sich in Richtung 30 Grad. Ein ideales Rennwetter für Fahrer und Zuschauer. Insgesamt gibt es 10 Rennen, die alle mit Ausnahme der beiden Finals über 4 Runden gehen. Der kleine Nürburgring unterscheidet sich übrigens von seinem Namensvetter in der Eifel in noch einem wesentlichen Punkt. Hier wird nur einmal im Jahr gefahren, nämlich Pfingsten. Das ist toll mit der Kurve. Das erste Halbfinale, 9 Fahrer, 4 Runden, die besten 5 kommen ins Finale. Start Nummer 1, Thomas Fröbel aus Ludwigslust, übernimmt sofort die Führung. Der Sieger von 1983 zählt zu den schnellsten und mutigsten der DDR-Elite. Und Mut, das haben sie alle gesagt, von Rose Meier bis Lischke, Mut erfordert dieser Kurs im hohen Maße. Fröbel im Ziel, Sturzpech bei den Verfolgern. Oder war das Buske? Keine lebensgefährlichen Verletzungen bei Thomas Bever und Christian Grieb. Wenige Wochen später starten sie wieder. Während das Finale, der Höhepunkt des Tages, bevorsteht, kontrolliert Fischer Monnigel seine Reusen. Ein erfolgreicher Tag, so scheint es. Finale. Dietmar Lischke, Nummer 4, der Favorit.
Dietmar Lischke übernimmt sofort die Führung. 9 Fahrer folgen. Distanz 5 Runden, das sind 9,4 Rennkilometer. Der 32-jährige Lischke ist mit Abstand zur dominierenden Fahrerpersönlichkeit in der 56-jährigen Rennchronik geworden. 12 Siege in beiden Wettbewerben, Pokal und Goldhelm. Und er war und ist der Schnellste. Sein Bahnrekord steht bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 107,77 Kilometer pro Stunde. Und in diesem Rennen verfehlte der Rationalisierungsingenieur seine eigene Bestmarke nur um 34 Hundertstel Sekunden. Bejubeln die letzten Meter der letzten Runde. Ein strahlender Sieger und im Nachhinein ein unglücklicher. Denn Lischke wird wohl in Teterow nicht mehr starten können. 3 Monate später verunglückte er schwer. Ist inzwischen auf dem Wege der Besserung, die sportliche Karriere aber scheint zu Ende zu sein. Stopp Nummer 4, Dietmar Lischke, MC-Jugend. In 56 Jahren fuhren hier 2500 Fahrer aus 23 Ländern. Dietmar Lischke war der erfolgreichste. Auch für Fischer Monegel geht ein langer Tag zu Ende. 16,6 Kilo Fisch wird er für die Republik auf die Waage bringen. Stunden später ist um Peter und Paul die Welt der Idylle fast wieder in Ordnung. Die letzten Fans reisen ab. Nur ganz kurzfristig steigt der Phonspiegel noch einmal, wenn Teterows Jugend traditionell mit ihren Mofas den Kehraus betreibt. Rendezvous der Sieger von morgen. Das Blatt hat sich gewendet. Sanftere Winde wehen jetzt zwischen Ost und West. Strömungen, die heimliche Wünsche wecken. Wünsche von einem erneuten Zusammentreffen der Besten der Welt auf Europas schönster Rennstrecke.